Der Gamer fragt Beatsmeet: Was sind eure Top 5 Steam-Spiele mit der meisten Spielzeit? Die 5 Steam-Spiele, die mit der längsten Spielzeit sind, sind auf Platz 1. Nein, fangen wir an auf Platz 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wäre The Elder Scrolls Skyrim mit 113 Stunden. Platz 4 NBA 2K12 mit 148 Stunden. Alter, leck mir am Arsch, wusste ich gar nicht. Das ist echt krass. Call of Duty Black Ops, 200 Stunden auf Platz 3. Platz 2 geht an Counter-Strike Global Offensive mit 212 Stunden. Und Platz 1 natürlich Modern Warfare 2 mit 779 Stunden. Kann man vielleicht sogar zeigen. Warte. Da. Ich glaube, das kann man bei mir sogar öffentlich sehen. Ich kann die, wie gesagt, leider nicht sehen. Gerade sehen. Aber ich weiß tatsächlich auswendig, ich habe COD auf Platz 1 mit über 1000 Stunden. Auf Platz 2 habe ich tatsächlich C5. Keine Ahnung warum, weil ich es einfach mega lang gespielt habe. Dann habe ich Call of Duty Black Ops 1. Dann habe ich Terraria. Oh, stimmt, Terraria. Und, Quatsch, stimmt. Dann habe ich die Terraria, dann habe ich Team Fortress erst und dann habe ich Terraria. Terraria ist bei dir auch auf Platz 6. Ja, eben. Also Terraria ist mit genau 100 Stunden gerade so auf Platz 6. Dürfen wir nie wieder spielen, sonst knackst du die nachher noch. Ja, aber das spielen wir ja vielleicht. Ja, stimmt, gibt ein Update. Ja, eben. Egal, jetzt haben wir gespoilert. So, also dafür habe ich jetzt mal eben kurz meine Steam-Liste aufgemacht und das Spiel, was ich am meisten gespielt habe, ist Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer mit 987 Stunden insgesamt. Das ist der Titel, den ich am meisten gespielt habe. Dicht gefolgt, eigentlich gar nicht dicht gefolgt, sondern Counter-Strike Global Offensive mit 288 Stunden. Dann auf Platz 3 Call of Duty Black Ops Multiplayer mit 206 Stunden, Terraria auf Platz 4 mit 152 Stunden und Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer mit 115 Stunden. Danach kommen dann Skyrim 83 Stunden, Garry's Mod 69 Stunden, aber ich muss sagen, 1, 2, 3, 4. 4 von 5 Spielen in meiner Top-Steam-Liste, also nach Spieldauer, sind Shooter. Könnte was über mich aussagen, wa? So, da haben wir der Jay und auf Platz 1 ist Call of Duty Modern Warfare 2 mit 1018 Stunden. Richtig krass. Dann schon Counter-Strike Global Offensive mit lediglich 163 Stunden. Dann noch Black Ops Multiplayer, hätte ich auch nicht gedacht. Garry's Mod, das ist TTT mittlerweile, das ist auch richtig übel. Und dann Team Fortress, weil das haben wir auch mal eine Zeit lang gesuchtet. Und das sind quasi die Top 5. Terraria ist auch noch dabei, Elder Scrolls, MW3, Civilization und Arma 3. Das sind die Top 10. Ich habe jetzt euch die Top 10 mal gezeigt. Von ja, meiner Steam-Liste. Okay, ich habe gerade mal geguckt und natürlich an Nummer 1 ist MW2 mit 950 Stunden. Danach kommt wohl, wenn ich es noch meinen damaligen Rechner hätte, dann wäre es wahrscheinlich Team Fortress, das habe ich auch sehr lange gespielt. Danach Garry's Mod, ich glaube vorher kommt noch Terraria. Terraria habe ich 90 Stunden und Garry's Mod ist bei mir mit 85 vorhanden. Und als letztes... was hatte ich denn noch? Keine Ahnung, danach spiele ich eigentlich nicht mehr so viel so krass. Also nicht mehr, dass ich sagen würde, jetzt sind über 20, 30, 40 Stunden. Doch, dann Skyrim mit 60 Stunden, glaube ich, ja. Doch, das kommt hin. Und ja, das war so meine Spiele. So, Peter hier. Ich hoffe, ihr hört mich. Man sieht meine meistgespielten Spiele in Steam. Ganz oben Call of Duty Modern Warfare 2 mit 962 Stunden. Schon nicht wenig. Dann witzigerweise Black Ops, woran ich mich überhaupt nicht erinnern kann, weil ich es eigentlich gar nicht so cool fand, mit 158 Stunden. Dann kommt erst Skyrim mit 147 Stunden. Dann kommt Counter-Strike Global Offensive. Das ist mit MW2 wahrscheinlich das Spiel, was in der nächsten Zeit mehr steigen wird. Danach kommt Terraria mit 120, dann Arma 3 mit 119. Wahrscheinlich wegen DayZ? Nee, oder? DayZ Standalone ist ja noch ein eigenständiges Spiel. Wieso habe ich denn Arma 3 gespielt? Wegen irgendwas auf jeden Fall. Ach, DayZ taucht ja auch übrigens nicht auf, weil ich das immer über einen Launcher gespielt habe und das dann nie, also das war ja noch Arma 2 und das habe ich nie über Steam gespielt.
Dann kommt Team Fortress 2 mit 113 Stunden, dann kommt Dark Souls 2 mit 100 Stunden, das wird bestimmt auch nochmal steigen. Dann Garry's Mod mit 80, DayZ mit 73, das ist die DayZ Standalone Edition. Nicht die, die Bramme und ich bis zur Vergasung gespielt haben. Dann Dark Souls Prepare to Die Edition, dann Eve Online, wow, okay, krass. Modern Warfare 3, GTA 4, Mass Effect 2, nur 42 Stunden? Krass, ey, das habe ich zweimal durchgespielt. Komisch. Aber wahrscheinlich, ja, okay, das kann sein, dass das nur von meinem einmal durchspielen ist. Just Cause 2 habe ich auch 41 Stunden. Krass, Alter. Black Ops 2, Civilization 5. Ey, ich spiele gar nicht so viele Spiele über Steam, habe ich so langsam das Gefühl. Ey, ich habe Dead Island mehr gespielt als Rust. Wie traurig ist das denn? Borderlands 2 auch. Na gut, die haben halt beide durchgespielt, ne? Starbound auch immerhin 26 Stunden. Ich habe Starbound mehr gespielt als Portal 2. Was ist falsch mit mir? Speedrunner ist nur 25 Stunden. Da killt uns der Bram ja immer. Und dann halt noch so ein paar andere Spiele. Mal gucken, ob da noch irgendwas Spannendes bei ist. Saints Row haben wir nur 16 Stunden gespielt. Borderlands haben wir sogar nur mit 15. Alter, wir haben viel länger für Borderlands 2 gebraucht. Also die Kampagne ist wahrscheinlich auch länger. Ja, da fehlen jetzt natürlich viele Spiele, die ich sehr viel gespielt habe, die aber nie bei Steam aufgetaucht sind. Wie beispielsweise WoW oder sowas. Taucht hier ja nicht auf. Dying Light haben wir schon 13 Stunden. Das wird definitiv noch deutlich mehr. Wolfenstein konnte man innerhalb von 12 Stunden offenbar durchspielen. War aber ein richtig geiles Spiel. So, ich mach hier gerade voll das lange Video. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Egal. Guck noch ein bisschen weiter. Life is Fuel, immerhin 8 Stunden. Life is Fuel, nicht Life. Und Counter-Strike habe ich früher auch total viel gespielt, aber nicht über Steam, komischerweise. Ich weiß auch nicht. Und so weiter und so fort. Da sind, jetzt kommen wir schon in den 4-Stunden-Bereich. Naja. Okay.